Was geht? Ich bin wieder in Berlin und mache hier eine Foodtour. Eli hat gesagt, der beste Döner aus Berlin ist der Rührham Gemüsekebab und den werden wir heute testen. Hi, machst du den besten Döner aus Berlin? Sehr gerne. Das ist doch der Gemüse dann, oder? Gemüsekebab. Ja, genau. Ja. Was ist drauf? Ja, also wie der am besten schmeckt. Okay, also von mir aus mit weniger Farbe. Mach mal einfach. Okay, Salat alles? Ja. Sehr gerne. Ich komm noch was dazu. Eine Cola Zero nehmen können. Ja. Ich esse hier. Wartezeit 25 Minuten. 25 Minuten? Ja. Okay. Das Brot, was man kannst du hier sogar aussuchen. Das haben die hier sogar stehen. Dürüm, das ist Sandwich und das ist für den Gemüse. Ich habe jetzt bestellt. Was kostet der? 6,30 Euro kostet der Gemüsekebab. Und dann habe ich noch was zu trinken geholt. Also 8 Euro kann man nicht meckern. Bin echt gespannt. Wir haben jetzt hier eine Wartezeit von 25 Minuten. Ist aber kein Problem, denn das ist ja, soll ja der beste Döner aus Berlin sein. Bin echt gespannt. Ich hab die 174, ich meine das gleich dran. Ist das 174? Okay, soll ich das abgeben oder? Okay, danke. Danke. Mein Döner ist fertig. Okay. Das sieht geisteskrank aus. Also ich habe eine scharfe Soße drin, Kräuter hat er mir reingehauen und Knoblauch glaube ich auch. Ich mache erstmal Fleischtest. Geisteskrank. Geisteskrank. Das Brot ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob die das hier selber machen. Der ist ja geisteskrank, Mann. Kommt ihr öfters hier? Erste Mal jetzt. Ich auch. Ist aus Düsseldorf jetzt. Ich bin aus Osnabrück. Ja, okay, passt ja auch bei uns hier. Geisteskrank, Mann. Was ist das denn? Eli sagt, das ist der beste Döner aus Berlin. Olli sagt das. Und der ist geil. Also in Osnabrück hat kein Döner eine Chance gegen den. Gar keinen Fall. Das ist ja ein Witz. Ich genieße wieder ein Döner essen in Osnabrück. Was ist das denn? Das Fleisch ist perfekt gewürzt. Salat, die Frische, das schmeckt man. Das Brot ist knusprig. Die Soßen, das passt alles. Alles stimmig. Ich war letztens bei Haus des Döners in Düsseldorf. So. Fand ich erst geil so, aber das hat doch keine Chance gegen den hier. Was ich auch feier, dass wenn du am Ende ankommst, bei den meisten Döner hast du noch Fleisch drin und es ist so super trocken, aber der, schaut euch das mal an, der ist noch richtig saftig, du hast Soße drin, du hast noch Salat drin, Gemüse drin. Noch besser als der erste Biss. Digga, der ist geisteskrank, Mann. Digga, kein Problem, Afrikaner gibt es immer wieder. Ich habe mir jetzt mal eine ruhige Ecke ausgesucht. Also der Döner, der war heftig. Also Osnabrück kommt auf keinen Fall an. Gar keine Chance. Absolut gar keine Chance. Osnabrück-Umgebung, keine Chance gegen den Döner. Gibt ja eigentlich nie eine 10. Also ich lasse immer Luft nach oben, weil es gibt immer etwas Besseres. Deswegen bekommt
Ryam Gemüsekebab von mir eine 9,4 von 10. Ich habe noch nie so eine Bewertung abgegeben. Noch nie eine 9, glaube ich, gegeben. Aber das allgemein die Stimmung. Du kannst draußen sitzen. Die Leute sind alle korrekt in deinem Alter. So junge Leute, die da was aufgebaut haben. Und das ist aber einfach geisteskrank. Also da steckt auf jeden Fall ein Konzept dahinter. Ihr habt ja die ganzen Poster und so weiter gesehen. Diese Sachen haben die nicht umsonst bekommen, die Auszeichnung. Und Eli hat recht, das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Döner. Ich weiß jetzt nicht, ob das der beste aus Berlin ist, weil dafür müsste ich, keine Ahnung, alle Dönerbuden hier testen. Aber der ist schon geisteskrank. Also Eli, ein toller Kuss geht raus. Danke für die Info und für das Video von euch. Alter, ich hätte echt Bock, jetzt noch einen zu essen, wirklich. Bin ich überhaupt? Ruf ich hin. Nicht vergessen, Leute, ne? Das Video liken, kommentieren, lasst ein Abo da, damit wir mehr so ein Shit hier machen können. Kuss geht raus. Danke für den Support.